Hilfe! Holt uns hier raus! Die Magiadons. Na sowas. Die Spinne. Gerade rechtzeitig zur Übertragung. Übertragung? Guten Abend, New York. Willkommen zu meiner heutigen Show. Der große Wachwechsel. Was ist das? Erinnern Sie sich, als Ehre und Treue noch etwas bedeuteten? Ist das Zement? Als man die Magier fürchtete und respektierte. Heute Nacht. Die gute alte Zeit kehrt zurück. Hilfe! Hilfe! Ich wünschte, ich könnte dabei sein. Nur Geduld. Wir sehen uns bald wieder. Wenn ich den Zementmischer nicht abschalte, werden die Dons lebendig begraben. Geschafft! Fürs Erste. Sie dürfen nicht an den Zementmischer. Die Dons sind tot, wenn ich den Mischer nicht ausschalte. Bist du auch im Zementladen, Spinne? Der Zement muss fließen. Eine Pause. Geschafft! Fürs Erste. Sie dürfen nicht an den Zementmischer. Oh nein, der Zementmischer läuft wieder. Willst du auch im Zement baden? Jemand muss dich. Hoffentlich ist Yuri noch nicht da. Meine Güte. Sie sollen davon wegbleiben. Unbestimmt will! Die Dons sind tot, wenn ich den Mischer nicht ausschalte. Bring den Mischer zum Laufen! Hört nicht aus, du Spring! Das ist nicht deine Gewichtsklasse! Ich hoffe nicht mehr! Hammer! Wieder sicher! Für den Moment! Meine Arme stecken fest! Wir brauchen Hilfe! Der Kerl da muss vom Zementmischer weg! Hat jemand eine Sardinenbüchse voller Volltrottel bestellt? Hammerhead ist stärker als kein Zement mehr! Kümmert euch drum! Bestimmt will! Oben, ihr Idioten! Die Dons müssen nur noch ein bisschen durchhalten. Noch nicht viel Zement. Das sollte so bleiben. Der Zement muss fließen. Wisst ihr, Jungs, es wäre einfacher für mich, wenn ihr die Schilde runternehmen könntet. Wir haben ihn! Ist es okay, wenn ich die Dinger Graber nenne? Oh, ich glaube, das setzt sich durch. Alle glauben, Schilde seien cool, aber... Ach, wissen, die sind cool. Noch ein Graber. Die da drin Sicherheit haben. Hey, wie nennst du die? Ich, Graber? Was stimmt bloß mit dir nicht? Ich weiß nicht, Mann, denk du dir doch einen Namen aus. Wie wär's mit dein Tod, hä? Typisch. Ja.
nein! Ein Kurzschluss! Der Mischer lässt sich nicht abstellen! Ich muss den Mischer, bis er halte, halten! Dann sind meine Netze jetzt voll auf, nachweislich zementfest! Hey, ich könnte hier Hilfe gebrauchen! Etwas Geduld noch! Wir werden sie da rausholen! Die Dons sind bei den Cops sicher. Und jetzt zu Mr. Groß, Dunkel und Flachköpfig. Gut gemacht, Spinne. Mein großer Auftritt ist versaut, aber was soll's? Das Risiko von Live-Fernsehen. Gefällt's dir? Projekt Olympus in Aktion. Hab's vollendet, als du mit den Dons gespielt hast. Das trägt man diese Saison also in Paris. Ich sag's nur ungern, aber Metallic steht dir nicht. Ich will die Mafia hier wieder aufbauen. Das braucht langfristige Führung. Jetzt bin ich langfristig. Deine Ersatzteile vielleicht, aber du? Du bist verrückt. Na, ich bin einfach jemand, der sich mit PR auskennt. Die Stadt nimmt die Magier längst nicht mehr ernst. Kein Respekt mehr. Aber wenn sie sehen, wie ich dich zermalme, wird sich alles ändern. Zurück zu den glorreichen Zeiten. Das nenne ich Dickschädel. Aber keiner war so hart. Ich muss schneller sein. Schöne Grüße von Captain Yuri Watanabe. Wirklich ein gutes Ende für dich? Ich sehe überhaupt kein Ende für mich. Au! Dein Kopf ist so hart wie eine Wand. Auch solide Stahl. Wenn ich fertig bin, dann bin ich nicht von den Wänden. Yuri Watanabe! Diese kleine Politesse wird... Ja. Sterben,
nenne ich Dickschädel. Ich hab wieder weg! Deckung! Weißt du, deine Respektbesessenheit kommt irgendwie unsicher rüber. Und sicherst du deinen Kopf auf deinen Körper? Die Ausrüstung lässt sich kurz schließen. Versuch mal, dein System zu schocken. Ich muss mich von seinem Kopf fernhalten! Das nenne ich dich, Schädel! Wahrscheinlich der härteste. Alleine!
Keine Bewegung! Sie sind verhaftet! Tja, sich zu einem Verbrechen gegen die Natur zu machen, war wohl doch nicht so schlau, hä? Du hast nicht zugehört, als ich langfristig sagte. Die Magia ist geduldig. Und weiß, wann der richtige Moment ist. Juri. Nein! Juri, tu das nicht! Captain, stopp! Das ist übel. Bei unserem letzten Treffen sprachen wir über Furcht. Wie fühlt sich das an? Einfach prima. Der Captain tut mir leid, aber ich bin froh, dass das Monster tot ist. Wer sagt, er ist tot?